toi, toi. Ab jetzt ist es kein Spaß mehr, auch wenn es so klingt. Alter, meinen sie sanft und heiter. Wach jetzt auf und schlaf nicht weiter. Nu komm her, du alter Besen, rühr dich flink und socke los. Und wenn dann der Minister kam, da brüllte Franz gemeine. Was kümmert mich der ganze Kram, macht euren Dreck alleine. Es geht um nichts weniger als das Gagaudäppchen 2018. Die Trophäe, die die Lene-Vogt-Gesellschaft jedes Jahr an junge Mundarttalente vergibt und die Hochdeutsch nicht halb so charmant aus der Gusche rollt. Kakaotöpfchen. Man kann über jeden Dialekt lachen und ich kenne viele andere Dialektiker, die dasselbe sagen, dass über den ihren Dialekt gelacht wird. Unser Dialekt hat natürlich einen gewissen Humor und das macht ja auch Dialekt aus, dass man im Dialekt Dinge anders ausdrücken kann als im Hochdeutschen. Die Konkurrenz ist hart und vor allem an ihr ist schwer vorbeizukommen. Lisa Bär, 14 Jahre alt und zum vierten Mal im Wettbewerb ums Däppchen. Eine Kontrahentin kommt sogar aus der eigenen Familie. Leni, 7 Jahre alt. Und die weiß genau, was sie will. Ich habe auch gesehen, dass sie ganz tolle Geschenke und auch eine Tasse bekommen hat. Und das fand ich halt toll. Und die Gedichte fand ich auch sehr toll. Ob Handschuh oder Zauberlehrling in Mundart, ist Gedichtaufsagen plötzlich cool. Guck doch, schon tut er flitzen, wie er Wiese hin und her. Drauf kommt er die schon abgesaust, mit mordbegierscher Fratze. Und hebt das allen sehr gekraust zum Angriff seiner Tatze. Wenn irgendwann keiner mehr Sächsisch redet, dann geht das irgendwie unter und das wäre ja schade. Sächsisch reden gefällt mir ganz sehr. Und so viel Einsatz muss belohnt werden, dachte auch die Jury. 2 von 3 Gagaudäppchen gehen an die beiden Schwestern. Für Leni ist es das erste Däppchen und sie will weiter sammeln.